Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei der neuen Folge Copy and Taste und heute, ihr habt es euch gewünscht, euer Wunsch ist uns Befehl, ein weiteres Google Translator Kochbattle und dafür bin ich natürlich nicht alleine hier, nein, wir haben eine fantastische Gästin, Denkaleo am Start. Sämtliche Infos zu ihr findet ihr natürlich in der Beschreibung, in den Shownotes habt ihr ihren fantastischen Twitch-Kanal und ihr Instagram und was ihr sonst noch alles braucht und wir beide wissen überhaupt nichts. Wir wissen weder, was sich hierunter verbirgt, wir wissen weder, was sich hierunter verbirgt, denn das Google Translator Kochbattle funktioniert wie folgt. Wir haben ein Rezept, das Olli uns herausgesucht hat. Dieses Rezept ist ungefähr 20 Mal in verschiedenen Sprachen durch den Google Translator gejagt worden, dann wieder zurück übersetzt worden aufs Deutsche und wir müssen mit dem leben und haushalten und umgehen, was uns hier in diesem fantastischen, geheimnisvollen Umschlag erwartet. Das ist das übersetzte Rezept. Wie immer ist es so, alle Originalzutaten des Rezepts sind natürlich vorhanden, plus alles, was durchs Übersetzen vielleicht dazugekommen ist, ist auch vorhanden. Und wir haben heute wieder, ja, also jeder hat sein eigenes Paket sozusagen mit identischen Zutaten, aber wir haben heute auch wieder Kochutensilien, die ihr euch teilen müsst. Hier in der Mitte, die könnt ihr danach gerne auspacken, aber macht die Rezepte mal auf, lest sie gerne. Okay, gut. Schön. Was? Was? Ich hab's gerade auch. Lest gerne Olli, mal laut was vor. Ist ein Teelöffel grauer Oleg? Ich hab keine Ahnung. Und warum ziehen wir das Bohnenöl an? Okay, also wir haben 125 Gramm Bohnenöl, Kokosnusssaft, das rote Produkt. Das rote Produkt. Ach, geiles 4 Esslöffel Soße. Und ein Stand, wo der Saft. Ein. Oh! Salz, Pfeffer also, und schwarze, frische Erde. Wo hast du die ausgebuddelt? Oh, schön. Lass uns doch mal durchgehen. Ich würde sagen, wir lesen wieder abschnittsweise einfach durch. Yes. Fangen wir im ersten Absatz an. Allen steht ein Glas mit 750 Milliliter Energie zur Verfügung. Es kommen sowohl große Schraubschrauben als auch Push-Up-Gläser, Holzgläser oder Schneckengläser zum Einsatz. Es ist sehr wichtig, dass es absolut liebenswert ist und eine große Größe hat. Ja, ja, doch. Alle Verbände für das Dressing in einem Teppich werden mit Schnee bedeckt und geglättet. Ach du möglicherweise Scheiße. Mit Salz und Pfeffer. Es schmeckt gut. Für das Nudel-Tohuwabohu, welcher Übersetzer schafft dieses Wort? Ich war auch sehr, sehr... Für das Nudel-Tohuwabohu sollten die Schalen nach dem Einpacken mit frischem Wasser immer wieder kurz geschnitten werden. Oh. Spülen und schneiden Sie das Wasser, dann lassen Sie es fallen. Nun. Ja. Choi in einzelne Blätter packen, trocknen und 2 Minuten mit etwas Wasser aufhellen. Mit kaltem Wasser reinigen und reinigen. Veröffentlichung. Rettich und Rettich schälen. Ich glaube, wir brauchen Rettich. Julian nickte. Alternativ wird ein Kruzifix oder eine Mandoline an einem Spalier gekreuzigt. Willst du mich rollen, Alter? Das ist wirklich, das kam da raus. I don't know. Ich hätte nicht mal den Hauch einer Idee, was es sein könnte. Wir haben keine Mandoline, Olli. Nun. Achten Sie auf den Frühling und die Aufschnitte. Längen in feinen Julian schneiden. Okay, ich weiß zumindest schon mal, wo es hingeht. Feine Julian. Ja? Korianderwäsche. Snacks und Getränke von den Bars. Buchanan Sprites gut waschen und abtropfen lassen. Das Dressing kann auf den Glasurteilen hergestellt werden und kann ebenso wie gekochte Nudeln verwendet werden. Karotten, Karen, Choi und Traubenfasern darauf schichten. Mit Korrosion, Frühlingsblumen und Regenwürmern können Sie Korianderblätter genießen. Wow. Lassen Sie oben offen, damit Sie gut schütteln können. Lassen Sie also die Schnitte vor der Essenz optimal sein. Die Gläser können zum Gebrauch verkauft werden. Die Skrupel, die von den Servietten an alle Eingeweide serviert werden, haben eine gute Mischung. Essen Sie im Büro zu Mittag oder gehen Sie direkt zum Spiegel spazieren. Da sehe ich mich. Ja, ist doch ganz klar, oder, was ihr machen müsst. Lol, willst du mich ich würde euch als erstes bitten, die gemeinsamen Kochutensilien mal auszupacken, bevor die. Hast du gelesen, dass wir 50 Gramm nur Bifu brauchen?
Ja, aber auch nur Bibab Bifu. Ich war mir nicht ganz sicher, ob da R2D2 reingefuscht hat. Ich finde auch gut, dass wir zwischendurch ein bisschen Erdnussöl löffeln sollen. Ja, und den Rettich gießen ist ganz wichtig. Den Rettich gießen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Denn ihr habt gemeinsam Utensilien, die dürft ihr beide verwenden beim Kochen. Ich erinnere nochmal ans Rezept. Es gab da so eine Stelle. Ist da ein Kruzifix drin? Naja, vielleicht. Oh lol, what the fuck, Alter. Schreib ins Buch! Schreib ins Buch! Was zum Fick! Schön. Ja, das andere könnt ihr gleich mit auspacken, weil dann ist der Fall definitiv klar. Das hier? Ja, das ist großes, braucht ihr auch wahrscheinlich beide zum Kochen. Ja. No fucking way, Alter. Weiche! Nächster Geist! Sehr geil. Oh Gott! Okay. Das ist, ich war mir nicht sicher. Ich habe ein bisschen Angst bekommen. Rettich und Rettich schälen. Julian nickte. Alternativ wird ein Kruzifix oder eine Mandoline an einem Spalier gekreuzigt. Ich dachte mir schon, wenn sowas drinsteht, dann muss man auf jeden Fall die richtigen Utensilien haben. Wir können auch mal gerne ganz kurz gucken, wenn ihr möchtet, ob der EMP ausschlägt bei den Zutaten. Weiche. Guck mal, da. In die Richtung. Das ist auf jeden Fall hier auch, guck mal, hier ist auch auf jeden Fall am Start was. Schlägt aus. Da, ihr dürft. Yay. Oh Gott. Es ist nicht wenig. Oh Gott. Und wir haben keinen Julien Schneider. Nee, leider nicht. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben auch leider keinen Julian. Aber wir haben ja gute Messer. Ja, eine Sache haben wir im Kühlschrank gelassen. Die hole ich euch jetzt noch raus, weil die sollte sich frisch halten. Ja, Kühlkette und so, da achten wir ja schon drauf. Die frische Erde? Nein. das nicht. Wenn da jetzt Regenwürmer drin sind. Da sind keine, was? Nein. Ah, okay. Das verwirrt mich. Mich auch. Weil der einzige Tipp, den ich von Olli hatte und den ich dir vor allen Dingen noch ganz großzügig auf der Couch mitgegeben habe, war, also eins weiß ich nur von Olli, es ist vegetarisch. Ja. Da verwirrt mich jetzt Hackfleisch schon sehr. Und das ist kein vegetarisches Hack. Nee, ist es nicht. Ist es nicht, kein vegetarisches Hack. Aber das finde ich nicht schlimm, da habe ich nämlich Bock drauf. Also es ist überhaupt kein Problem für mich. Eventuell war das am Anfang mit Hack und wurde vegetarisch. Ja, das könnte schon sein. Das könnte sein. Aber es sind ja auch, ihr könnt ja gerne nochmal in die Zutatenliste schauen. Was? Aber diesmal, das Problem ist, lol, Alter, ich bin wirklich. Fügen Sie das rote Produkt ein. Also entweder ist das rote Produkt. Oder ja, aber es könnte auch das kleine hier sein. Sambarola. Ah, okay, alles klar. Das rote Produkt. Die Regel ist ja, dass ich nicht alles verwenden muss. Korrekt, du darfst verwenden, was du möchtest und musst daraus was machen. Wie gesagt, das rote Produkt könnte halt alles Mögliche sein. Ihr habt auch rote Beete da, ihr habt Hackfleisch da, ist auch rot. Überlegt euch, was das rote Produkt ist. Erstmal setze ich einen Fond an. Du setzt einen Fond an, okay, alles klar. Oha. Also zumindest. Ich sortiere erstmal, was ich gerne drin haben würde. Das Problem ist, ich muss mir halt ein paar Sachen auch überlassen. Ich muss da auch nicht gucken, ne? Also du kannst das zur Seite packen. Ich sag ganz ehrlich, es ist ein sehr lustiges Rezept, aber ich achte schon drauf, dass wichtige Wörter und Tipps bleiben drin. Ja. Also man kann, wenn man ein ganz cleverer Fuchs ist, kann man das tatsächlich rausfinden. Also nach dem, was hier steht, hätte ich total Lust, Hunger auf ein rotes Curry mit Erdnüssen. Ich denke auch, dass ich in die Richtung mal gehe, mit viel Gemüse geschnippelt. Ich muss auch nicht alles verwenden, hast du gesagt, ne? Nee, du musst nicht alles verwenden. Gut, Nudeln mache ich etwas später, dann fange ich erstmal an mit meinem Gemüse. Okay, Flo, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, in welche Richtung du gehen möchtest. Ja. Was im Rezept war es gewesen? Ja, im Rezept waren es tatsächlich, also der Julian hat mir schon ein bisschen geholfen. Echt jetzt? Ja. So hieß mein Ex, deswegen habe ich das direkt wieder ausgeblendet, irgendwas mit Julian. So, lieber Chat, wir können in der Zwischenzeit, wo die beiden so ein bisschen schnippeln und alles vorbereiten, können wir, weil das jetzt so ein bisschen, das Rezept heute ist ein bisschen übernatürlich, schauen wir mal ganz kurz aufs Ouija-Brett und fragen, geht Flo's Idee in die richtige Richtung? Ich guck da jetzt aber nicht hin mit Absicht. Oh, es bewegt sich. Es sagt auf Wiedersehen. Ja, das ist ein Qualitätsmerkmal übrigens. Wenn Salz so ein bisschen fest wird mit der Zeit, heißt das nämlich, da ist kein Rieselmittel drin. Ja, wenn du so normales, günstigeres Salz kaufst, ist da mal Rieselmittel drin, damit das gut rieselt. Aber ich will kein Rieselmittel essen. Die Profis hier. Ja, wenn ich nicht ganz falsch liege,
dann seid ihr gerade dabei, alle Verbände für das Dressing in einem Teppich mit Schnee zu bedecken. Kann das sein? Verrat das doch Kommt nicht. Kommt das hin? Ich muss mich gleich noch um das Kruzifix kümmern. Ich bin sehr froh, dass ihr nur Frühlingszwiebeln habt und keine normalen Zwiebeln. Ich bin so ein Frühlingszwiebel. Ja? Ja. Da hättest du letzte Woche nicht da sein dürfen, nee. Als wir Gulasch gemacht haben. Ich hab's gesehen. Es war furchtbar. So viele Zwiebeln. Ich schmeiß gerade noch mal was um. Ich habe gerade überlegt, darf ich das laut sagen? Klar. Ja, immer. Gerne. Also, je mehr du uns beschreibst, Also ich mache auf jeden Fall das Curry, da habe ich richtig Lust. Schön Curry mit Gemüse drin und Erdnüssen. Aber ich würde das Hackfleisch gerne verwenden und ich finde, das Hackfleisch passt nicht ganz so gut da rein. Mhm. Weswegen ich jetzt aus dem Pak Choi, ich war bei Chop Suey, Pak Choi, kleine Röllchen mache mit Hackfleisch Smart. Und ein bisschen scharf drin. Dann haben wir zur Vorspeise so eine Art kleine, also nicht richtig Frühlingsröllchen, aber kleine Röllchen. Fischgeil. Und dann zur Hauptspeise das Curry. Weil ich glaube, dass der Rettich ganz gut mit dem Hackfleisch da drin schmecken würde. Ha! Klingt top. Hab jetzt einen Plan. Ich bin gespannt hier. Ich versuche gerade irgendwie so ein bisschen mehr zu eruieren, was ich wann benutze. Ja. Und im Moment bin ich eher so auf der, ja, ich schneide erstmal alles und guck dann Phase. Weil zu schnibbeln ist schon nicht wenig. Halte ich heute so ein bisschen für eine große Timing-Herausforderung, zumindest bei dem, was ich vorhabe. Da kann man vielleicht auch mal ganz kurz für die Leute zu Hause, zeige ich euch vielleicht ganz kurz mal, was wir insgesamt alles hatten. Ist ja auch ganz spannend mal zu sehen. Also wir haben hier eine rote Currypaste, Sambal Oleg, wir haben Pak Choi, wir haben Hackfleisch, wir haben Rettich, rote Beete, Glasnudeln, Eiernudeln, salzreduzierte Sojasauce, Erdnüsse, Erdnussbutter, wir haben Piri Piri, Erdnussöl, Kokosmilch und Frühlingszwiebeln, Karotten und diverse Gemüse und ein Glas. So, du kümmerst dich jetzt um die drei scharfen Paprika, Flo? Ich behaupte einfach mal, dass das drei scharfe Paprika sind hier. Es riecht wirklich gut. Ne? Ich finde ja so, wenn man frisches Gemüse schneidet und so. Hier die Suppe, finde ich, riecht schon sehr lecker. Oh ja! Ey, nimm mal eine Nase vom Dampf, das ist halt 1:1 wirklich Gemüsebrühe. Hast du mal die rote, scharfe Paprika probiert, wie scharf die tatsächlich ist? Nee, tatsächlich überhaupt nicht, aber das wäre mal eine Maßnahme. Davor habe ich nämlich immer so ein bisschen Angst. 3/10. Okay, dann easy, dann nehme ich sie alle. Habt ihr im Zweifel Joghurt oder Milch da? Ja. Sehr gut. Gehen alle. Flo, erzählst du uns ganz kurz, was du da machst? Das sieht spannend aus. Das Auge ist mit und wenn ich nachher die Teller garniere, kriegt jeder seinen Buchstaben als Garnitur. Das war einfach. Das war das O für Olli. Ihr könnt mir mal ganz kurz erzählen, was eure nächsten Arbeitsschritte sind. Ich glaube, ich würde als nächstes die Currypaste schon mal anfangen und ich überlege tatsächlich, ob ich meine Nudeln direkt in meiner Currypaste mache und nicht extra. Da muss ich sie nur ein bisschen wässriger ansetzen, um dann das Gemüse reinzumachen, wobei ich es bei Curry einfach mag, wenn es nicht zerkocht ist, sondern wenn es noch so ein bisschen knackig ist. Deswegen würde ich direkt danach das Hackfleisch mit anbraten. Klingt spannend. Flo, wie sieht es bei dir aus? Ich kämpfe mit dieser roten Beete hier, weil ich die gerne noch ein bisschen feiner haben möchte. Weil ich mit kleinen Fleischbällchen arbeiten will. Und da will ich unter anderem die rote Beete drin verarbeitet haben, aber auch für den extra Crunch die von mir gerade noch zerstoßenen Erdnüsse. Weil dann findet sich das so als Komponente sowohl in den Fleischbällchen als auch dann mit der Erdnussbutter in der Soße, eventuell zu machenden Soße nochmal wieder. Ich glaube, dass das cool sein kann. Gucke gerade, was es so gibt. Lässt sich von unserer Ankerkrautschublade inspirieren. Ja, tatsächlich wühle ich ein bisschen. Wir haben sehr viel. Ja, ich finde das ganz geil. So, schauen wir mal. Jetzt werde ich hieraus erstmal ein paar Bällchen formen. In der Hoffnung, dass die halten, trotz der verwendeten Zutaten. Und Ankerkraut schreibt gerade, und bald wird es noch mehr. Er braucht ja bald eine größere Schublade. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube noch nicht. Guck mal, das ist noch offen. Guck mal, machen wir so. Noch nicht, ne? Ankerkraut noch nicht, ne? Ach so, verraten? Ja. Jetzt bin ich neugierig. Ja. Dir können wir es ja sagen, wenn die Kamera der aus ist. Der Rest darf es nicht wissen, sagst du? Könnt ihr, sagt Ankerkraut. Echt? Aber ja. Dann bin ich jetzt aber nervös. Wir hatten ja gesagt, wenn es cool läuft, wir uns gut verstehen,
und ihr auch fleißig mithelft, hatten wir so einen kleinen, aber feinen internen Hashtag. Wir nannten ihn Road to Räucherpaprika. Da ist er auch schon, Primkisch direkt am Start hier. Und ja, es wird passieren. Und wenn es richtig gut läuft, Freunde, dann möchte ich nur kurz anmerken, dann würde es sehr bald passieren. Nämlich, wenn es richtig gut läuft, noch vor Weihnachten. Das heißt, wir haben noch dieses Jahr unsere eigene Copy and Taste, quasi Copy and Taste Community Räucherpaprika, Leute. Leute! Wupp, wupp, also da kann man mal ein dickes F in Chat hauen, finde ich. Wir freuen uns drauf. Zu gegebener Zeit dann mehr dazu, Freunde. Das ist, da können die Leute auch nicht so richtig. So, für mich ist es noch so ein bisschen unreal, surreal ist das Wort. weil das ist wirklich was, wovon ich geträumt habe, dass ich das irgendwann mal irgendwo habe. Das ist wirklich was, wo ich mir wirklich gedacht habe, ey, das, wenn das mal passiert, dass man so ein eigenes Gewürz wirklich so als Kochfan einfach so hat, das ist halt der Übershit. Hier kommt jetzt gerade Samba Oleg auf den, oder entschuldige, grauer Oleg. der graue, rote Oleg. An dein Rettich, Chili. Hackfleisch. Ja, und jetzt darf ich das mit dem Pfötchen machen? Ein bisschen Räucherpaprika hast du ja, reingemacht, habe ich gesehen. Ja, hab ich. Ne? Kannst ja Handschuhe anziehen und musst es natürlich nicht. Ich mach's nur, weil ich wirklich so ein pingeliger Vogel bin. So, du machst jetzt gerade schon schöne, wirklich sehr feine Hackbällchen. Ich versuch's. Ich möchte sie halt wirklich klein haben. Aber du hast uns noch nicht verraten, was du insgesamt heute machen willst. Das bleibt noch so eine kleine Überraschung, oder? Ja, ich überlege. Ich kann es natürlich einfach droppen, aber ich kann natürlich auch die Spannung ein bisschen aufrechterhalten, was ich irgendwie so fürs Gesamtergebnis schöner fände. Ja, dann halten wir die Spannung auf. Können die Leute ja so ein bisschen miträtseln, in welche Richtung es geht. Sagen wir es mal so, es wird kein klassisches italienisches Pasta-Gerücht. Tatsächlich eher. Nein, bei dir geht es jetzt in die heiße Phase. Ja, ich fange jetzt mal an, das Curry zu machen. Ja, aber achte auf den Frühling, ne? Ich habe die Prise Frühling schon am Start. Hast du auch Zwiebeln? Snacks und Getränke von Bars, hast du? So, bei Flo wird jetzt ein bisschen Brühe abgegossen. Farbe ist gut. Sieht aber auch lecker aus, ja. Und das Gemüse drückst du jetzt durch oder kann man das wegsnacken? Das kannst du gerne wegsnacken. Ich werde es nicht benutzen. Ich habe jetzt hier wirklich nur erstmal was, wo ein bisschen Power drin ist. Ich hätte es natürlich gerne länger drin gelassen, ganz klar. Aber, mein Gott, wir haben doch keine Zeit. Ja, das wird trotzdem lecker. Das ist deine rote Currypaste. Man merkt direkt, du bist Profi. Das ist meine rote Currypaste, die ich jetzt ein bisschen anschmore. Und dann mit Kokosmilch. Und weil ich die Nudeln drin mache, gleich noch ein bisschen Wasser dazu. Oeo, Balu, Oeo, Balu. Freunde gehen durch dick und dünn. Balu und Sahne. Sehr gut. So, bei dir kommt erst das Gemüse rein. Ja, ich wollte mal gucken, wie viel Wasser ich brauche. Ich bin mir immer noch nicht schlüssig, ob ich die Nudeln vielleicht doch extra mache. Da ist richtig Ingwer drin. Komm, Olli, du kennst mich ja. Wenn es da ist, benutze ich's. Ja, du hast jetzt rote Currypaste und du machst Sambal Oleg auch noch rein. Ja. Das riecht fantastisch. Es riecht fantastisch. Okay. Also Flo dachte sich bei, fügen Sie das rote Produkt ein. Ja. Hey, ich nehme einfach alles. Alles, was rot ist. Ja, ich sehe da noch keinen Fehler in meinem System. Ich ziehe mal noch ein bisschen göttliche Energie hier in meinen Sud rein. Oh, es schlägt aus, es schlägt aus. Oh Gott, wir haben Kontakt 6. Grades. Das war unangenehm. Da ist ganz schön Geisterenergie drin in der Suppe, Olli. Warte mal, da müssen wir doch die UV-Lampe benutzen. Oh je, Mine. Da müssen wir doch die UV-Lampe benutzen. Oh je, oh Gott, was hat der Geist damit gemacht? Beachten Sie auch hier einmal mehr, hätten wir das Gemüse drinnen gelassen, wäre das dank des Function-4-Ausgießmechanismus und den in dem sehr, sehr, sehr nicen Topfdeckel eingelassenen Ausgießlöchern hier überhaupt kein Problem gewesen. Da kommt da wieder der alte WMF-Verkäufer raus, ne? Ebenfalls nicht zu unterschätzen, das Function 4 Set ist, wenn sie zu Hause kochen, auch sehr leise. Ah, ja. Man weckt die Kinder nicht auf beim Kochen. Nicht zu unterschätzen. Was habe ich davon, dass ich das so bewerbe? Gar nichts. Das nennt sich Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber. Die habe ich nie abgelegt. Aber es sieht sehr lecker aus. Also ich weiß noch gar nicht, ich habe noch keine Tendenz, ob ich hier irgendwas habe, was ich geiler finde.
Ich finde, das sieht beides tatsächlich auch. Das sieht sehr scharf aus. So. Ui, ja. Heiß. Heiß. Ey, ich habe mich bei der Erdnussbutter ein bisschen habe ich mich aber hingesetzt, du. Preislich? Ja, ich wollte ja was Gutes kaufen. Wir sind ja so bei Zutaten, achten wir drauf, ne? Wenn es geht nachhaltig, wenn es geht bio und so, aber holla die Waldfee, Erdnussbutter kann gut Geld kosten. Aber die ist auch lecker. Problem. Ja, sie sieht sehr lecker aus. So, die Erdnussbutter kommt ran bei Flo. Sein Problem ist, ich muss halt warten, bis sich die Konsistenz hier noch ein bisschen verändert hat, weil noch abschmecken muss, ganz gehörig. Es riecht aber so geil nach Limette. Und ist Kokosmilch halt und Power von dieser Limettenzeste. Habt ihr beide an eurem Rezept auch nur Pibab Pifu? Nur Pibab Pifu kommt am Schluss als Geheimzutat zu einem bisschen drüber. Hier kommt. Oh Gott, der tasmanische Honig. Was hast du da? Das ist so krasses Zeug. Honig. Magst du Honig? Mhm. Dann musst du den gleich mal kosten. Okay. Das stimmt. Der ist so abgefahren. Die Dose kostet was? 14 Euro? Nee. Oder was war das? Aber in dem Dreh. 18 noch was, glaube ich. Oder noch mehr, okay. Schnapper. Ist richtig. Aber der ist so lecker. Der ist von glücklichen Bienen. Boah. Der hat's in sich, ne? Mhm. Das ist wirklich abgefahren. Mhm. Was ist denn da mit drin? Tasmanien. Ich habe echt keinen Plan. Leatherwood Honey. Ich finde halt, es schmeckt mega süß. Aber dabei auch so ein, also es ist nicht Rosmarin, aber als wäre irgendwas so Würziges noch so hinten dran. So ein Ultra-Waldhonig. Mm. Ja, voll geil. Oh, sehr lecker. Wenn du sie verschließen willst in irgendeiner Art und Weise, wir haben auch Spießer und so da, auch Bambusspießchen und so. Ja, also wenn du sie irgendwie hübsch machen willst, schau mal hier, ich kann dir die. Damit es hübsch aussieht. Guck mal, die hier wären doch dafür perfekt. Ach ja, guck mal, die sind ja schön mit Herzchen. Oh. Nicht so, wa? Nicht so. Der Pak-Choi ist wahrscheinlich zu empfindlich. Das ja, kann ich... Sein. Der reißt, ne? Ich versuch's nochmal so rum. Oder ich versuch's ohne Stäbchen. Jetzt habe ich sie alle rausgefrimmelt. Geh mal mit der Nahen rauf. Und leg es auf den Boden gleich. Wir befinden uns auf der Zielgeraden so ein bisschen bei euch beiden, ne? Hm. Denkt dran, ich erinnere euch nochmal ganz gerne dran. Ne? Nicht, dass ihr es vergesst. Steht ja auch im Rezept. Ja, ich zeig's auch dem Chat nochmal ganz gerne. Denkt dran, oben offen zu lassen, damit ihr gut schütteln könnt, ne? Denn die Schnitte vor der Essenz sollte optimal sein. Das sieht schon sehr cool aus mit dem Blatt, was du da gebaut hast. Ich hab's jetzt einfach ganz, ganz gemein hingeschummelt und gelegt. Gucken, wie viel Wasser ich da noch brauche. Eventuell muss ich was nachschütten, aber ich hab's jetzt mal oben offen gelassen, damit ich besser schütteln kann. Ich muss gucken, ob ich noch irgendwie was davon nachschütten muss oder so. Aber wenn, dann muss ich sowieso erstmal schütteln. Aber er hat oben offen gelassen, das ist gut. Ja. Essentieller Step für das Rezept, sonst schmeckt es nicht, ne? Stand explizit drin. Sehr gut. War wichtig. Schön. Also es ist ein witziges Rezept, ne? Eigentlich könnte man sagen, unsere Arbeitsfläche sieht aus wie Sau, aber dadurch, dass das alles so bunt ist, sieht das irgendwie voll hübsch aus, oder? Schön aus, ne? Es sieht gar nicht so schlimm aus. Es sieht aber sehr fantastisch aus. Wenn das so ein Vorspeisenteller wäre irgendwo, ne? Oder so für so Side-Dishes und so, ist das schon mega. Ist es Zeit zu verkosten? Oh, du hast deine Nudeln in der Brühe gemacht? Nee, in der Sojasauce in erster Linie. Ah, in der Sojasauce. That's a yes. Schau mal, das A für unseren Gast. No. So, haben wir das hier auch. Das sieht so gut aus. Oh, das hier stört mich aber optisch. Müssen wir kurz reinfingern. So, besser. Gib deinem Gericht einen Namen. Das trifft mich unvorbereitet. Ja, voll. Warte. Das ist... No Pi Babi Fu. No Pi Babi Fu. No Pi Babi Fu. No Pi Babi Fu. Smart Move. Aufgrund der Zutaten, die drin sind. Warte. Dann ist meins aber. Der graue Oleg. Julians frische Erde mit grauem Oleg. Nice. Julians frische Erde mit grauem Oleg versus No Pi Babi Fu. No Pi Babi Fu. Nice. So, probieren wir das No Pi Babi Fu mal. Dann gehen wir mal rein. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt geworden. Glaube ich nicht. Hm? Das dürfte ein Tacken wärmer sein, tatsächlich. Ich finde es ganz angenehm, dass die Schärfe erst zum Schluss noch so ein bisschen kommt, oder? Ich mag das Knackige total. Ich finde es super pur erdnussig irgendwie, ganz komisch. Ich verstehe es auch gar nicht, ich verstehe legit nicht, wo das herkommt. Die Erdnuss? Ja, nee, ich weiß, wo die Erdnuss herkommt, aber es fühlt sich so an, als hättest du einfach den Geschmack der Erdnuss vergeilert.
Er kommt einfach nur von oben drauf. Das ist die Erdnussbutter. Oh. Mm. Mm. Würde ich aber komplett wegschnabulieren, wenn ich das kriege. Ich muss jetzt aber auch mal so ein Hackfleischschiffchen hier mir greifen. Ja, wichtig. Das gehört zum Nopi Bobby Food dazu. Das weiß man schon seit 300 Jahren, da wo es herkommt, wird das mit Hackfleischschiffchen gegessen. Ich versuche auch mal ganz ich debil. Ich mache das jetzt mal so, sonst fällt mir nämlich alles auf den Boden. Das war ein Song von Lady Gaga. Mhm. Schmeckt man das Rasel Hanu raus? Mhm. Man kann das super gut zusammenrollen. Aber tatsächlich, ich hab's ja nur jetzt mit der Hand gegriffen. Das hat aber sofort das typische Ding, dass du weiter essen willst. Mhm. Ja, man merkt's. Jetzt mal steht da schon. Nee, alles gut. Das ist jetzt wichtig. Ja, also was sagt ihr? Gutes Gericht. Mhm. Gelungen. Mhm. Mega. Also Nopi Bobby Fu. Eine absolute 10 von 10. Ja. Ich würde vielleicht so eine 7. Nee, 7,5, weil irgendwas ist dran, dass ich die Nudeln, die würde ich jetzt wegatmen. Also für mich fehlt beim Hackfleisch irgendwas, was es ein bisschen, wie sage ich, schmatziger macht. Weißt du, was ich meine? Sapschig eine Soße oder sowas drin wäre gut gewesen. Vielleicht tatsächlich die Erdnussbutter innen ein bisschen rein oder so. Jetzt ärgere ich mich, dass ich darauf nicht gekommen bin. Das wäre vielleicht noch ein Tacken Hetz, ne? Julians frische Erde mit grauem Oleg. Ja. Die ist auf jeden Fall schön saftig. Ich weiß halt so gerade selber nicht, wie ich das am dümmsten hier weglöffel, die Nudeln, das wird zu lang. Aber das kriege ich hin. Ja. Ich befürchte, es ist heiß. Ja. Nice, I am very zufrieden, wie der Kanadier sagt. Beschreib's mal, was zeichnet das Gericht aus? Es ist süß-scharf, was meine absolute Lieblingskombi ist, was so asiatische Küche angeht. Ich habe den, lustigerweise, ich habe genau das, was ich daran geliebt habe, finde ich hier schwierig, weil ich habe den Geschmack der Erdnuss irgendwo unterwegs verloren. Oh, also aber ist ordentlich reingeballert, ne? Ja, ja, aber der ist nicht mit, der ist nicht gut mit rüber transportiert worden. Da ist was anderes drin, was ist das? Ha. Das habe ich nicht drin. Meine absolute Geheimzutat. Ja, das ist die rote Beete zum einen, natürlich aus der Brühe, aber Garam Masala habe ich mit dran gemacht. Ach, den, nee, ist nicht der Honig. Nee, hier. Ach, das. Und da ist halt unheimlich viel Zeug dran. Nämlich Kardamom, Kreuzkümmel, Muskatnuss, Nelke und das macht es so ein bisschen süßer. Mhm. Alles so ein bisschen. Es ist schwer. Das ist eigentlich richtig geil, wenn es draußen kalt ist. Mhm. Wäre das jetzt hier gerade optimal. Die rote Beete ist in deinen Hackbällchen, ne? Ist richtig lecker. Ist das so ein Geheimtipp? Hackbällchen ab jetzt nur noch mit roter Beete? Kommt. Kommt echt richtig gut. Mhm. Ah, ist okay. Dann müsst ihr auflösen, was es ursprünglich war. Und ich kann euch zumindest schon eine Sache sagen. Ich bin sehr stolz auf euch, denn ihr habt zwei fantastische Gerichte gezaubert. Die damit nichts zu tun haben. Lol, was? Ich war mir so sicher, dass es eine Nudelsuppe ist. Und Ich hätte eure auch tatsächlich lieber gegessen als das, was da drauf ist. Asian-Nudelsalat aus dem Glas? Lol. Es ist ein kalter, was? Ihr hättet nicht mal kochen müssen. Es ist ein kalter Salat aus dem mit Glas. Mit Erdnussbutter-Dressing. Guck mal, das ist alles nur Dressing. Und alle anderen Zutaten sind einfach klein geschnitten. Sorry, aber der, also, okay, aber wir haben es nicht getroffen. Der Julien, die Streifen. Ja. Wir haben es nicht getroffen, aber das stinkt ja dermaßen ab. Das ist das, was ich sagte. Und das ist das Schöne am Google Translator kochen. Ja, wenn man einfach nicht vorbelastet ist mit einem authentischen Rezept, dann macht man einfach geileren Scheiß. Wann kam das Hackfleisch dazu? Das rote Produkt. Ich war heute einkaufen und überlegt, ich habe auch tatsächlich... Das ist das rote, wir haben 30 Sachen auf dem Tisch, die rot sind. Pass auf, das war mein Ding. Ich habe ja zumindest euch schon im Vorfeld den Tipp gegeben, weil ich gedacht habe, na, vielleicht klingelt's. Ja, ist ein guter Tipp, euch zu sagen, dass das Gericht vegetarisch ist. Im Original sogar vegan und glutenfrei. Aber ich habe gedacht, wenn ich dann jetzt heute noch Hackfleisch introduce, vielleicht sind sie schlau genug, mir nicht auf den Leim zu gehen, aber vielleicht verwirrt das rote Produkt auch genug. Ey, Hackfleisch, when it's in the game. Wird's benutzt. Richtig. You have to use it. Ja. Ansonsten, das Piba Pifu ist eigentlich, sind das die Mungobohnen gewesen. Keine Ahnung, wie das passiert. Heimlinge oder frische Sojasprossen frische. Ja. Oder Sojasprossen frische. Der Chat sagt, wir müssen noch Punkte vergeben für meins. Ja, was gibst du? Ich gebe mir 8. Hätte ich auch. Stark. Achtisch. Sehr gut. Ich zeige euch ganz kurz da zu Hause. Das hier ist das Originalrezept. Asian-Nudelsalat aus dem Glas mit Erdnussdressing. Ja.
Und da seht ihr auch nochmal das Bild. So sieht es eigentlich aus. Deswegen sind die Gläser dabei. Ja, dafür sind die Gläser gedacht, damit man das Ganze ja gar nicht geschnallt kann. Und tatsächlich, dachte, das war nur hübsch. Dachte ich tatsächlich auch. Die Tipps sind auch in dem Rezept hier versteckt, weil es an einer Stelle wird auch tatsächlich Karottenkern, Choy und Traubenfasern darauf schichten. Mhm. Es wird von Schichten gesprochen, es wird von Gläsern gesprochen. Also es sind Tipps drin, mit denen man hätte drauf kommen können. Mhm. Aber ich finde, wir haben alles richtig gemacht. Ihr habt einfach tolle Gerichte. Beide sehr, sehr, sehr lecker. Ja. Ich nehme gleich, wenn noch Soße übrig ist von deinem, noch ein bisschen auf meins drauf. Auf jeden Fall. Ich lasse mal die beiden jetzt hier noch eine Runde kosten. Stimmt. Freunde, während jetzt hier alle zugreifen dürfen und verkosten dürfen, kann ich euch nur noch mal wärmstens ans Herz legen. Ne? Ihr wisst Bescheid. Macht's nicht gut, macht's besser. Vor allem macht's nach. Und während ihr dabei seid, könnt ihr gerne auch der guten Tinker auf Twitch zuschauen zum Beispiel. Kocht da auch regelmäßig. Und sämtliche Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes, will ich immer sagen, wegen unserem grandiosen Podcast. Nein, in der Videobeschreibung. Das ist der Name. Bis dahin, Freunde. Haltet die Ohren steif. High five. Wir sehen uns ganz bald wieder. Freue mich auf euch. Haut rein.